Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay-Commentary von mir. Heute spiele ich frei für alle und zwar auf der Map Underpass oder wie ich sie nenne, Underpiss, denn auf diese Map pisst Gott. Ja, sie ist einfach nur scheiße. Aber naja, was soll's. Ich spiele heute nämlich mit der P90, mit Vollmantelgeschoss und in der Farbe Fall, die total wichtig ist, wie ich in den letzten beiden Gameplays schon erwähnt habe. Außerdem habe ich heute Desert Eagle, Akimbo dabei, das Wurfmesser und die Stuntgranaten. Und ja, bevor ich zu meinen Perks komme, werde ich hier gleich downgebattelt, damit ich jetzt meine Perks nennen kann. Ja, sehr logisch. Denn heute habe ich nämlich dabei Marathon Pro, Eiskalt Pro und Ninja Pro. Außerdem die Predator, den Harry und den Payflow. Okay. Ich nehme dieselbe Route und diesmal hole ich mir diesen AFK-Typen hier auch wirklich. Und besser gesagt nicht AFK-Typ, der hat eher geschrieben und dachte, das kann er mit mir machen. Aber nicht mit mir, genauso wie der. Allerdings habe ich mir gedacht, ach, kann's nicht so gemein sein, lass dich mal von dem bisschen taxieren. Aber hier, dieser Noobtube-Wichser braucht nicht meinen, dass er mir hier irgendwie die Fresse polieren kann. Also bolze ich ihm hier erstmal die ganze Muni raus und dann mit der Desert Eagle. Also ich hier mir hier gleich mal seine M4-1, will den hier noch downbattlen. Doch, geht auch nicht, weil ich nur Hitmarker bekomme. Doch, jetzt habe ich ihn. Also erstmal hier in Deckung, alle Waffen nachladen und ein bisschen durchatmen. So, jetzt weiß ich nicht genau, wo der nächste kommt. Entscheide mich dann hier nach rechts zu gehen und habe hier noch ziemlich Glück, dass mich diese Noob-Tube nicht schon wieder voll ankotzt und mich dann voll aufregen lässt. Denn ich bekomme ihn noch mit einem Headshot weg. So, jetzt möchte ich hier die Camper abfangen. Ist mir auch zum Glück noch gelungen. Und holen mir jetzt auch hier direkt den da. Jetzt habe ich meine Predator. Und die setze ich auch natürlich direkt ein. Und ich glaube, habe selber nicht geglaubt, ich habe mal einen erwischt. Wahnsinn. Jetzt brauche ich nur noch einen Kill bis zum Harrier und da kommt er auch schon. Den setze ich natürlich auch einfach ein, hier voll auf die Map. Und er macht natürlich sau viel. Ja, also denke ich scheiß drauf. Ich weiß, es war bescheuert. Denn jetzt brauche ich nämlich nur noch einen Kill bis zum Payflow. Aber ich dachte, ich überlebe das und wie ihr gesehen habt, ich habe es nicht überlebt. Was mir jetzt aufgefallen ist, dieser Buratino campt hier offenbar in dem Haus. Also dachte ich mir, holst du dir den doch einfach mal. Seine M4-1 genommen und den Kerl hier gleich auch noch mitgenommen. Double Kill. So, jetzt ist mein Harrier down. Toll. Super. Jetzt kommt auch noch eine feindliche Predator an, doch die betrifft mich ja zum Glück nicht. Okay, ich gehe weiter, da hier keine Action mehr ist, denn ich will ja schließlich Kills bekommen und was nützt mir, wenn ich hier campe und keiner kommt? Denn campen ist sowieso was voll für den Arsch. Also gehe ich hier weiter und denke, genau, weil 40.000 Hitmarker ja nicht reichen, damit er stirbt. Naja, also ich muss wieder weiter. Gib den hier nochmal 50.000 Hitmarker. Doch, er flaggt auch natürlich nur im Eliminator oder was auch immer. So, ihr bekommt einen schönen Headshot von mir. Der hier stirbt hier vor meiner Nase weg. Und jetzt kommt ein feindlicher Präzisionsluftschlag. Da ich nicht drauf gehen möchte, bleibe ich mal hier lieber stehen und warte, bis der weg ist. Ja, so schön ist das Gras gerade mal wieder gemäht. Ja, ich entscheide mich jetzt hier oben rum zu gehen und das war fast mein Todesurteil, denn hier tubt schon wieder jemand voll bescheuert rum, es ist echt zum Kotzen. Okay, ich springe hier runter und jetzt höre ich, dass ein feindliches Care Package gefordert wird. Hol mir den da davor noch mit einem Messer in seinen Bauch reingeschlitzt und hol mir jetzt hier den Kerl, der hier sein Care Package geholt hat. Warte hier noch ein bisschen, vielleicht kommt ja noch einer. Doch, so wie es aussah. Nein,
Also gehe ich hier direkt weiter, möchte nicht, dass mich der wieder von hinten abfängt, also habe ich ihm noch eine Blendgranate hinterher, doch bringt auch nichts. Ja, doch jetzt habe ich wieder meine Predator, meine zweite. Und hier habe ich ein Supermesserfell, doch er ist auch, keine Ahnung, blind, dumm, was weiß ich. Ich baue jetzt auf alle Fälle meine Harrier, mein Predator raus und na super. Ein Kill vom Harrier, Predator verbolzt. Na super. Okay. Da jetzt hier ein feindlicher Harrier wieder kommt, hole ich mir erstmal wieder die M4-1 in diesem Blockhütchen hier da, Container. Und bolze diesmal den Kerl leider auch nicht weg. Ihr habt recht. Doch, ich bekomme ihn noch und jetzt habe ich meinen Harrier. Ja, super. Den bolze ich natürlich auch gleich hier weg und genau wie der andere tut der auch total viel. Doch wenigstens tut der diesmal ein bisschen mehr oder ich bin einfach nur schlauer. Denn diesmal bekomme ich nämlich meinen Payflow. Ja, ich war schlauer, nicht er, weil er ist abgeschossen worden. Auf alle Fälle habe ich jetzt hier meinen Payflow. Messer den hier noch. Nehme mir seine Sniper, doch ohne Fingerfertigkeit kann ich einfach nicht snipen. Also nehme ich hier wieder das KH. Holz den noch. Mit dem Hitmarker fast tot, aber hole ihn mir dann hier. Gut, geh in die Ecke, hol meinen Payflow. Weiß nicht recht, welche Waffe ich mir nehmen soll. Also gehe ich hier weiter. Hol mir den hier mit dem Messer ran, bolz den hier down. Und hier schon wieder so ein scheiß Noob-Tuber. Doch der bekommt einen Headshot von mir. Und jetzt, keine Ahnung, nachladen. Nee, ist nicht so. Keine Ahnung. Doch, das ist jetzt sowieso irrelevant. Ist jetzt sowieso egal, denn das Spiel ist vorbei. Ich gewinne mit 30 zu 4. Und wenn euch das Gameplay gefallen hat, dann abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt, oder schreibt einen Kommentar. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten wieder. Bis denn.